Hallo Pflanzenfans, ich wollte euch mal heute auch wieder eine interessante Orchidee zeigen. Und zwar ist das ein Dendrobium rhodostictum, wie hier auf dem Kärtchen zu sehen. Und das sieht ganz interessant aus, weil das hier oben aus diesem Bulben herauswächst und darüber entwickelt sie die Blüte. Hier hinten kann man das auch schön erkennen, den neuen Austrieb aus dieser Bulbe hier oben. Das sieht total interessant aus, stehen auch so senkrecht hoch, wie im Hintergrund zu sehen. Gut, der ist jetzt schon verblüht, da kommt nichts mehr raus. Aber hier vorne kann man das schön erkennen. Aber auch eine ganz nette Zeichnung mit diesen lilanen Punkten und Streifchen. Sieht das ganz nett aus. Eine schöne Orchidee. Duften tut sie nicht. Aber dafür hat sie ganz nette, hübsche Blütchen. Man muss sie ein bisschen höher stellen, wie man hier sieht. Sie hängen ja ein bisschen runter. Und man kann nicht so genau in die Blüte reingucken. Aber das hier ist auch noch nicht ihr Endstandort. Ist ein hübsches Pflänzchen. Vielleicht kriege ich es noch ein bisschen besser drauf, die Blüte. Ja, so sieht es so ganz gut aus. Ja, die ist nämlich gerade am Aufgehen. Die ist noch nicht ganz auf. Deswegen sieht man da noch nicht ganz so extrem viel. Ich finde das aber schön, die Blüte im Detail anzugucken. Gerade bei Orchideen. Die sind so unterschiedlich, die Blüten. Von Orchidee zu Orchidee. Mal ist sie weiß, mal ist sie bunt. Oder in diesen Farben, wie man sie hier sieht. Hübsches Pflänzchen. So, das war's dann auch schon wieder von meiner Seite. Und verabschiede mich dann. Bis dann. Tschüss.